Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten vom Betze. Präsentiert von Krombacher. Hier und ich auf der Seite. Ich bin der Pressesprecher. So, ich kann euch sagen, wer morgen spielt. Morgen gar keiner. Gut geschaltet. Und ein Test. So, liebe Medienvertreter hier im Presseraum des Fritz-Walter-Stadions und auch liebe Zuschauer, die uns dann auf YouTube sehen können. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur ersten Pressekonferenz in der neuen Saison. Am Sonntag geht's los. Der FCK startet in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen den SSV Jahn Regensburg. Hierzu begrüße ich unseren Cheftrainer Boris Schommers. Vorab noch kurz die Info. Es gibt leider noch keine Zuschauer bei diesem Spiel am Sonntag im Fritz-Walter-Stadion. Wir müssen leider noch ohne Zuschauer spielen, hoffen aber, das bereits zum Ligaauftakt gegen Dresden vielleicht schon ändern zu können. Schiedsrichter liegt aktuell noch nicht vor, den findet man aber auf unseren Online-Medien. Und das war es dann auch schon zur kurzen Einführung und wir kommen direkt zum Wichtigen. Boris, wie sieht es denn im Kader aus fürs erste Spiel gegen Regensburg? Ja, dann erstmal schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, wir sind sehr froh, dass es wieder losgeht, freuen uns sehr auf Sonntag und wenn wir auf den Kader eingehen, haben wir es geschafft, durch die Vorbereitung ohne eigentlich eine große Verletzung zu kommen, außer Nikolas Sesser am Anfang des ersten Trainings. Ansonsten haben wir für Sonntag die Thematik, dass nur Marius Kleinsorge mit einem Fragezeichen dort steht. Der hat einen in die Rippen abbekommen letzte Woche und da müssen wir gucken, ob das geht. Ansonsten alle anderen an Bord. Sehr schön. Und dann freuen wir uns auch schon auf die Fragen aus dem Kreise der Medienvertreter. Den Anfang macht Moritz Kreilinger vom Kicker Sportmagazin. Er war der Schnellste. Bitte einmal kurz zum Mikrofon gehen. Wir dürfen es leider noch nicht rumreichen. Danke. Hallo, Herr Schommers. Hallo. Im DFB-Pokal normalerweise startet man ja eben mit der Liga, hat gerade als Drittligist auch das ein oder andere Pflichtspiel, bevor es in den Pokal geht. Der Zweitligist vermeintlich weniger Pflichtspiele. Und man kann das Ganze auch so ein bisschen besser einschätzen, weil halt einfach beide schon in Pflichtspielen gespielt haben. Jetzt gab es dieses Jahr nur Testspiele. Man weiß zwar vermeintlich, wo man selbst steht, aber weiß man auch so richtig, wo der Gegner steht? Kann man die Situation dieses Jahr richtig gut einschätzen? Und was erwarten Sie von Regensburg in diesem Jahr? Ja, grundsätzlich ist es, wie Sie gesagt haben, für beide dann das erste Pflichtspiel. Ich glaube, dass wir nichtsdestotrotz unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass wir wissen, was uns beim Gegner erwartet. Aber es ist immer was anderes, als du in der Vorbereitung ein Testspiel absolvierst oder wenn du dann im DFB-Pokal spielst. Gerade DFB-Pokal ist ja was Besonderes und es ist ein K.O.-Spiel. Ich sage das immer wieder. Da spielt natürlich der Zweitligist gegen den Drittligisten. Glaube aber, dass wir gerade zum Ende der Vorbereitung ja auch gute Ergebnisse erzielt haben beziehungsweise auch einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Inwieweit das dann reicht fürs Wochenende, das wird man sehen. Dann geht's weiter. Der Schnellste war Kollege Thomas Lipke von der Bild-Zeitung. Einmal bitte zum Mikrofon. Kannst gerne das da nehmen, ja. Die Maske kannst du dann natürlich abnehmen, wenn du eine Frage stellst. Das ist kein Problem. Ja, schon mal, jetzt haben Sie ja am Samstag letzter Woche mit Sandhausen schon einen Zweitligisten sehr deutlich mit 13-0 besiegt. Ein positives Signal, doch jetzt gerade auch gegen einen Zweitligisten muss Regensburg vor allem vor der Offensive Angst haben? Grundsätzlich haben wir letzte Woche ein gutes Testspiel absolviert. Wir haben einige Sachen sehr gut gemacht, die wir uns vorgenommen hatten für dieses Spiel. Für mich, ich habe es immer von Beginn an schon gesagt, dass die Ergebnisse eher zweitrangig sind, sondern es geht darum, wie wir das ganze Spiel angehen. Wir haben es gut gemacht. Wir haben gegen einen Zweitligisten sehr kompakt verteidigt, haben auch gut gestanden, haben nicht viele Chancen zugelassen dem Zweitligisten und gleichzeitig haben wir unsere Chancen diesmal auch sehr effektiv genutzt. Welche Schlüsse man daraus ziehen kann auf das Spiel gegen Regensburg, das wird man am Sonntag sehen und natürlich hat es die Jungs nochmal beflügelt. Ja, das Selbstvertrauen insofern, dass man sagt, wir haben eine Chance, wenn wir alles richtig machen, wenn wir den Matchplan gut umsetzen, können wir auch gegen einen Zweitligisten bestehen. Und das Gleiche werden wir am Sonntag wieder versuchen. So, weiter geht's mit Sebastian Stollhoff von der Rheinpfalz. Herr
Herr Schaumann, ich kann mich noch erinnern, am ersten Training haben Sie gesagt, das Ziel wird sein, am ersten Spieltag direkt voll da zu sein. Jetzt ist es aber so, dass der Kader ja eigentlich schon nicht komplett ist, weiß man ja, nach Pick- und Kühlwetter. Wie viel voll da sind Sie denn am Sonntag und wie zuversichtlich sind Sie denn, dass der Kader bis nächste Woche komplett ist? Also alle, die da sind, alle, die drüben in der Kabine sitzen, die werden voll da sein. Und das sind erstmal mehr als genug. Also ich muss zwei aus dem Kader streichen. Nichtsdestotrotz, ja, ist es ja ein offenes Geheimnis, dass wir in der Offensive nach den Abgängen nochmal nachlegen wollen und auch nachlegen werden. Das glaube ich aber eher weniger bis zum Sonntag. Haben aber auch unter Beweis gestellt, jetzt gerade im letzten Testspiel, dass wir jetzt schon Spieler in den Reihen haben, die eben auch Tore schießen können. Und von daher werden wir denen das vollste Vertrauen schenken. Nochmal Kollege Lipke von der Bild. Gehen nochmal auf das Pokalspiel gegen Jan Regensburg ein. Sie haben gerade gesagt, wenn wir den Matchplan richtig umsetzen, dann haben wir eine Chance. Erläutern Sie doch bitte nochmal ganz kurz den Matchplan für Sonntag. Wie möchte man das Spiel genau angehen? Eher offensiv oder erstmal den Gegner kommen lassen? Weil Regensburg ist ja ungefähr so ein Kaliber auch wie Sandhausen. Also grundsätzlich werde ich Ihnen den Matchplan jetzt hier nicht detailliert erläutern, weil dann haben wir keine Chance mehr. Aber es war ja mit Bedacht gewählt, die Gegner in der Vorbereitung. Ich glaube, dass mit Regensburg eben eine Mannschaft kommt, die auch wirklich gut verteidigt, die mit dem Ball sehr geradlinig spielt, die sich sehr viele Torchancen rausspielt. Da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir die Räume gut zubekommen, die sehr viele Torabschlüsse hat, dass wir in der letzten Linie sehr wach sind. Gleichzeitig eine Mannschaft ist, die gegen den Ball sehr zweikampfstark ist. Das haben wir letzte Woche schon erlebt gegen Sandhausen, dass es da nochmal aus meiner Sicht auch Unterschiede gibt zwischen Zweikampfverhalten zwischen der zweiten und der dritten Liga. Aber da war der Test letzte Woche sehr gut für und dementsprechend, glaube ich, sind wir vorbereitet auf den Gegner am Sonntag. So, wir machen weiter mit der Fragerunde. Ich glaube, Gerrit Schnabel war der Nächste, der noch wartet, von Betze Brent, bitte. Endlich geschafft. Herr Schommers, Frage zu Marvin Poirier. Wie ist sein Fitnesszustand und über wie viele Minuten wird er am Sonntag gegen Regensburg schon gehen können? Woher wissen Sie, dass er im Kader ist? Ist er es nicht? Doch, wenn er sich morgen benimmt, dann wird er im Kader sein. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass Marvin noch nicht bei 100% ist. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Das ist einfach das sind Fakten, die aus der Zeit vor dem FCK resultieren und wir werden gemeinsam mit dem Spieler dafür sorgen, dass er auf 100% kommt. Wann er das wie schafft, das werden wir jetzt gemeinsam angehen. Er arbeitet hart daran und von daher ja, ist er sicherlich jemanden, der für eine gewisse Zeit uns helfen kann, aber aktuell noch nicht über 90 Minuten. Und weiter geht's. Moritz Kreilinger hat sich zuerst gemeldet, dann kommt Sebastian Stollhoff. Viele Fragen heute, das ist schön. Sie haben es ja letztes Jahr in den Spielen gegen Nürnberg und auch in den Spielen gegen Düsseldorf, wo es dann ja am Ende leider nicht gereicht hat, gesehen, was hier in Kaiserslautern gerade in Pokalspielen mit dem Macht der Zuschauer im Rücken bewegt werden kann. Auch das Spiel gegen Mainz 05, Sie waren noch nicht da, aber Sie haben es ja sicher mitbekommen. Wie sehr fehlt dem Underdog? Jetzt sind Sie bei einem Spiel gegen den Zweitligisten natürlich jetzt nicht der ganz große Underdog wie in anderen Spielen, aber natürlich der Außenseiter. Wie sehr fehlt im Pokal dem Außenseiter die Zuschauern, was macht es letztlich aus? Was spielt es für eine Rolle? Also uns fehlt erstmal generell uns unsere Fans hier auf dem Betzenberg, weil wir immer eine ganz, ganz tolle Unterstützung haben und das bei jedem Spiel. Aber Sie haben es angesprochen, gerade in den Pokalfights, die man letztes Jahr hier erleben durfte, hatten wir 2,5 richtig, richtig gute Spiele. Mainz vor meiner Zeit, dann mit Nürnberg sicherlich, wo alles drin steckte, von vorne bis hinten und dann gerade gegen Düsseldorf mit der Unterstützung haben wir eine sehr gute Halbzeit gespielt. Von daher wäre es natürlich wunderschön, wenn die Fans wieder in den Stadien wären, aber ich würde es grundsätzlich natürlich begrüßen, wenn unsere Fans wieder ins Stadion dürften. Die Situation ist aber aktuell nicht so, von daher nehmen wir sie natürlich so, wie sie ist. Gesundheit steht in erster Linie und wir könnten jetzt auch wieder Diskussionen aufmachen, ob das für meine Mannschaft jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, wenn unsere Fans im Stadion sind, wo ich das immer klar beantworte mit, das wäre ein großer Vorteil, die tolle Unterstützung zu haben. Aber wir nehmen es jetzt so, sie sind nicht da, also werden wir für sie spielen, wenn sie an den Fernsehern sitzen und uns unterstützen. Sebastian Stollhoff von der Rheinpfalz.
Bislang haben Sie in der Vorbereitung gesagt, dass es in Sachen Kapitän aus Ihrer Sicht nichts zu ändern gibt. Also Carlos Sickinger bleibt Kapitän. Kevin Kraus war Stellvertreter. Ist das jetzt auch für die Saison gesetzt? Ich glaube, Mannschaftsrat gibt es ja jetzt auch. Wie sieht der aus? Ja, ich bin bei meiner Entscheidung geblieben. Also Carlo hat einen richtig, richtig guten Job gemacht. Grundsätzlich in Zusammenarbeit mit Kevin Kraus jetzt als verlängerter Arm des Trainerteams. Deswegen gibt es auch gar keinen Grund daran, etwas zu ändern. Also die beiden werden es bleiben als Kapitän und Vizekapitän. Und den Mannschaftsrat haben wir von der Mannschaft wählen lassen, weil es ihre Stimmen sind. Die sollen dann auch wählen, wer sie vertritt. Und da sind Rösi, Zucki und Marvin in den Mannschaftsrat gewählt worden. So, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall, das ist doch der Fall. Nochmal Gerrit Schnabel. Herr Schommers, wie immer vor Pokalspielen die Frage, Sie haben ja in den letzten Spielen auch im Verbandspokal jetzt schon öfter Erfahrung mit Elfmeterschießen gemacht. Hat es diese Woche auf dem Trainingsplan gestanden oder verlassen Sie sich da ganz auf die Qualität Ihrer Spieler? Da muss ich jetzt zurückblicken, aber ich glaube, dass wir zumindest unter meiner Regie, aber auch davor sehr gute Elfmeter und Elfmeterschießen gehabt haben. Von daher bleiben wir doch bei dem Weg und diesem Weg treu, dass wir es nicht separat trainieren, weil man, glaube ich, diese Drucksituation dann im Spiel auch nicht zu 100% trainieren kann. Aber da die Jungs es in den letzten Elfmeterschießen dann immer gut gemacht haben, wenn es darauf ankommt, bleiben wir bei diesem Weg. Hoffen natürlich, dass wir es nicht brauchen. Aber ich glaube, wenn wir bis dahin kommen, haben wir eine gute Chance. So, dann nochmal die Chance. Gibt es noch weitere Fragen? Alle zufrieden? Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass zumindest wir uns am Sonntag hier im Stadion wiedersehen können. Dankeschön. Dankeschön, schönen Abend.